Was ist ein Aufmaß und was ist eine Bestandsaufnahme? Darum geht es gleich im nächsten Video. Was ist ein Aufmaß und was ist eine Bestandsaufnahme? Wie in jedem Fachbereich gibt es auch bei der Architektur einige Fachbegriffe, die wir hier auch Stück für Stück mit den Videos erklären. Heute das Thema Aufmaß und Bestandsaufnahme. Wann brauchen Sie ein Aufmaß? Zum Beispiel, wenn Sie eine gebrauchte Immobilie umbauen wollen. Zum Beispiel, Sie erwerben ein altes Bauernhaus oder ein altes Mehrfamilienhaus oder was auch immer und wollen dieses umbauen, sanieren, renovieren, wie auch immer. Und es gibt keine Pläne. Dann müssen wir erstmal Pläne machen, auf der Grundlage wir dann die Umplanung und den Umbau machen können. Was machen wir beim Bestandsaufmaß? Wir gehen vor Ort mit Meterstab und Laserdisto, messen alles aus, stellen fest, wie dick sind die Wände, wie dick sind die einzelnen Bauteile, wo sind tragende Elemente, wo sind vielleicht später Zubauten dazugekommen, die nicht tragend sind, die eingebaut sind und so weiter. Wie dick ist die Außenwand, welche Qualität gibt es da, diese ganzen Dinge. Wo sitzen die Türen genau und wo sitzen die Wände genau? Oft ist es so, dass in alten Häusern oft mal was umgebaut worden ist, nichts mehr dem Original entspricht. Je älter das Haus, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr im Originalzustand erhalten ist. Wir machen Aufmaß und wir stellen sicher, dass die Planungsgrundlage richtig ist. Ja? Und dann sehen wir schon bei der Planungsgrundlage, was ist verändert worden, wo ist die Statik des Hauses etc. und welche Spielräume gibt es auch für den Umbau. Das ist ganz wichtig, damit wir für Sie dann als Planer das Optimum aus dem Haus dann auch rausholen können. Aber auch später für die Kostenschätzung ist es wichtig, dass man genaue Massen hat. Wie viel Quadratmeter Boden braucht man, wie viel Quadratmeter Wand muss abgebrochen werden oder verputzt oder gestrichen werden etc. pp. Das kann man dann anhand von den Bestandsplänen auch gut ermitteln und für Sie dann entsprechend aufarbeiten. Ein Aufmaß ist immer eine Sonderleistung, das heißt, sie ist nicht im Standardhonorar des Architekten enthalten. Ein Aufmaß kann auch ein Vermessungsingenieur machen, je nachdem wie groß so ein Gebäude ist, macht es auch Sinn, dort einen Vermessungsingenieur anzustellen und zu beauftragen. Das muss man im Einzelfall entscheiden. Sonderleistung heißt, es wird in der Regel nach Zeitaufwand abgerechnet oder auch pauschal angeboten, dass man sozusagen sagen kann, das ist eine besondere Leistung. Als Ergebnis liegen Ihnen dann die Bestandspläne vor. Das ist das Thema Aufmaß. Wenn man da weitergeht, dann gibt es noch das Thema Bestandsaufnahme. Ist oft wichtig bei alten Häusern, die jetzt von der Substanz vielleicht nicht mehr ganz so gut sind, ja, wo man nicht so genau weiß, trägt das Bauteil noch etc. Und da geht man dann schon mal her und schlägt auch mal ein Stück Wand auf, um zu sehen, was denn dahinter ist, wenn es Feuchtigkeitsflecken gibt, wie ist die Konstruktion, ist der Balken noch stabil oder schon morsch und guckt sehr genau, wie der Bestand ist, bevor man anfängt umzubauen. Ganz wichtig, man kann natürlich nicht jeden Bauschaden, der irgendwo in der Wand versteckt ist, sehen, aber vieles zeichnet sich doch ab, sichtbar oder zumindest mal ist es zu erahnen, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Bauzeit, in der das Haus erbaut worden ist und in der Historie des Gebäudes. Diese Sachen, die erschließen sich bei der Bestandsaufnahme Stück für Stück. Für Sie ganz wichtig, wenn Sie ein Gebäude erwerben, dass man vielleicht auch so eine Bestandsaufnahme, je nachdem wie groß da das Risiko eingeschätzt wird, vorab macht. Wenn Sie mit Ihrem Architekten durch das Haus durchlaufen, das Sie vielleicht kaufen wollen, kann er Ihnen schon sagen, ob das sinnvoll ist, vor eine echte Bestandsaufnahme zu machen oder ob es der Augenschein ausreicht und es keine größeren Schäden zu erwarten sind. Ganz 100% kann man das natürlich nie sagen, ja, weil wir sind auch als Architekten keine Hellseher. Auch wenn unsere Kunden das gerne immer von uns hätten, dass wir hell sehen können und schon in die Wand reinschauen. Wir können viel sehen und können einiges abschätzen. Und die Erfahrung, die bringt es dann am Schluss, dass es alles passt. Für uns wichtig und für Sie wichtig, dass wir die Kosten dann entsprechend sicher feststellen können. Dass wir entsprechende Puffer einbauen können für Schäden, die wir bei der Bestandsaufnahme festgestellt haben. Weil es bringt natürlich nichts, wenn man vorne alles schön streicht und dahinter fault dann die Wand zusammen, sondern da muss man dann schon ran und sagen, man macht es dann richtig. Sonst haben Sie keine Freude und wir auch nicht. Ja,
Erst das Aufmaß und dann die Bestandsaufnahme. Oft wird beides zusammen gemacht, wenn es nötig ist, weil wenn man so vor Ort ist, dann guckt man sich auch die Bauteile gleich entsprechend an. Übrigens, wenn Sie umbauen, auch wenn Sie ein Denkmal kaufen, ist so eine Bestandsaufnahme ganz wichtig, weil das auch ein Teil der Dokumentation ist, die wir brauchen, um beim Denkmalamt die denkmalschutzrechtliche Genehmigung dann für die Umbauten beantragen zu können. In diesem Sinne, erstmal gucken, was Sie brauchen. Brauchen Sie ein Aufmaß? Oft liegen Pläne vor. Manchmal ist es auch so, dass die Pläne, die vorliegen, noch stimmen. Dann reichen Stichproben. Wenn man da aber bei den Stichproben schon feststellt, dass die vorliegenden Pläne gar nicht mehr mit der tatsächlichen Situation vor Ort übereinstimmen, dann macht es Sinn, das wirklich neu aufzumessen. Wenn Sie nicht aufmessen, kann es sein, dass die Küche, die Sie planen, vielleicht gar nicht in die Nische reinpasst, weil die Nische doch anders ist als auf den alten Plänen gedacht. Dann entstehen zusätzliche Kosten, um die gilt es dann zu vermeiden. In diesem Sinne meine Empfehlung, wenn Sie umbauen, wenn Sie die Bestandsimmobilie kaufen, dann erstmal ein Aufmaß machen, gucken, was Sache ist, Bestand feststellen und dann loslegen mit Planen. In diesem Sinne viel Spaß beim Umbauen. Musik